schon ein paar Mal gescheitert. Nicht aufgeben, das ist echt das Wichtige bei Crusader Kings oder auch bei anderen Spielen natürlich auch. Aber gerade bei Crusader Kings oder bei allgemein bei Paradox-Spielen nicht aufgeben. Jede Niederlage bringt dich deinem Ziel ein bisschen näher und irgendwann macht's Klick und dann kommst du nicht mehr weg davon und bist gehuckt. Aber den ersten Wall zu überwinden, das ist immer das Schwierige. Aber wenn du den überwunden hast, dann kann dir eigentlich nichts mehr passieren. Also dann verlierst du natürlich trotzdem auch noch. Davor wirst du nicht gefeit sein. Aber du verlierst mit Spaß. Dann mehr oder weniger. Ab und zu. 700 Leute brauchen wir hier unten. Wir lassen mal 900 da. Sieger 2 immer noch besser wie Sieger 3, sagt der Emperor. Inhaltsmäßig natürlich. Inhaltsmäßig natürlich. Rein, wenn ich jetzt drauf gucke auf das Spiel und sage, Bedienung, Grafik, vielleicht auch Zugänglichkeit, kommt Crusader Kings 2 nicht an Crusader Kings 3 ran. Das Einzige, wo Crusader Kings 2 punktet, und das ist halt dem geschuldet, weil es jetzt seit 10 Jahren in der Entwicklung ist, ist halt einfach der Inhalt. Aber was soll Crusader Kings 3 machen, ne? Das muss halt seinen Inhalt erst aufbauen. 25 Stunden, was? Stunden 10 in 2 Tagen. 10 Stunden in 2 Tage, oder was meinst du? Kaum Plan. Ja, aber es macht ja nichts. Wichtig ist, dass du einfach ein bisschen Spaß hast. Versteif dich jetzt nicht irgendwie darauf, dass du sagst, ich muss jetzt großartig was erobern, ich muss jetzt König werden, ich muss Kaiser werden, sondern fang als Graf an und guck einfach mal, dass du dir kleine Ziele setzt. Und wenn du irgendwie einen nervigen Nachbarn hast, dann schau mal, dass du den um die Ecke bringst oder dass du ihm sein Land wegnimmst oder dass du ihm die Frau ausspannst. Irgendwie sowas, ne? Also solche kleine Ziele, nicht gleich so ambitioniert, so überambitioniert sein, sondern eher klein denken. Und mit den kleinen Zielen bewegst du dich dann immer mehr zu größeren Zielen und das verselbstständigt sich dann und irgendwann schaffst du es dann auch. Aber wenn du natürlich am Anfang sagst, ich will jetzt gleich mal hier groß einsteigen und König werden und du scheiterst, dann ist natürlich die Motivation dahin. Und da musst du halt einfach ein bisschen vorsichtig sein, weil das kann halt dann nach hinten losgehen. So, jetzt gehen wir mal hier rein und werden mal die 1300 uns noch anschauen. Prinz Malugi hat sich reingedrückt. Der hatte offenbar noch ein Druckmittel gegen uns. Als Ratsspitzel mit 4 Punkten. Wow. Halumpen-Ratsspitzel ist das hier, Leute. Ich überlege gerade, ob wir jetzt hier diesen Krieg irgendwie dazwischen fahren, indem wir ihr die Truppen wegnehmen. Ich hätte jetzt eher gesagt, nein. Jetzt bleibt sie jetzt... Läuft sie hier automatisch weg. Das ist natürlich nicht so schön. Na gut, dann werden wir hier ein bisschen durchbelagern. Werden mal hier oben noch belagern. Sie hat jetzt nicht so viel Truppen. Und werden uns dann Richtung Hauptstadt aufmachen. Und der Restkrieg ist uns dann ja egal. Wichtig ist nur, dass wir das hier unten bekommen. Größter Erfolg war König von Irland. Das ist ja super. Also bitte. Und da sagst du kaum Plan. Also König werden von Irland ist schon ein starkes Stück. Als Anfänger. Warum nicht? Ist doch super. Hallo Skyrim. Also von daher, das ist... Da musst du jetzt irgendwie... Deinen Erfolg, den musst du gar nicht schmälern irgendwie. König von Irland, ich weiß gar nicht, also bei mir, als ich mit Crusader Kings 2 begonnen habe, so schnell ging das nicht mit irgendwie der Königswürde. Bis ich das mal gecheckt habe dann. So, hier sind wir durch. Das heißt, wir werden dich hier oben unterstützen, weil hier noch eine Burg ist. Bauverhandlungen. 10 Jahre günstige Abmachung, Gebäude... Baukosten reduziert, okay. Vielleicht, wir haben jetzt so viel
Gold. Wir holen uns, und wir sind auch noch im Plus jetzt, obwohl alle Truppen ausgehoben sind. Wir werden uns noch ein bisschen was holen. Wir werden uns hier noch 500 holen, also bis 500. Und wir werden uns beim Fußvolk auch noch die 500 holen. Und dann schauen, wie sich das hier oben auswirkt. Ja, trotzdem, dass Irland eine Anfängerregion ist, es ist trotzdem eine gute Leistung. Also, das ist schon ordentlich. Wo sind denn deine Truppen? Jetzt stehen hier 1400 und du machst gar nichts. Lässt uns hier einfach durchbelagern. Jetzt kommen sie rüber. 1400. Und will wahrscheinlich hier wieder zurückbelagern. Das lassen wir natürlich nicht zu. Und dann geht sie auch wieder zurück. Ah, wir bekommen einfach keinen Herzogsanspruch. Ich habe ja fast die Befürchtung, aber es war ja in meinem Let's Play auf YouTube war es auch so, dass ich auf den Papst hier unten, hier oben einen Herzogsanspruch gemacht habe und der einfach nicht durchgedrungen ist, weil das Herzogtum nicht existiert. Das hat mir dann auch nochmal jemand auf YouTube in den Kommentaren geschrieben. Aber hier wäre eigentlich das Herzogtum ja da, ne? Also er hat den Titel ja. Also offenbar ist es wirklich momentan ein bisschen Pech, dass wir hier nicht vorwärts kommen mit dem Anspruch. Wir haben aktuell, ich glaube, wir bräuchten noch jemanden mit vielleicht ein bisschen besserer Bildung. Könnte ich mir vorstellen. Wie sieht es denn aus, wenn du mal hier... Also wenn ich jetzt hier dieses Komplott mache zur Ermordung, ne, dann könnte ja sicher sein, dass hier niemand mit 14 oder mehr Punkten reinkommt, sondern wieder irgendwie mit, keine Ahnung, 5. Deswegen lassen wir das. Okay, man muss natürlich schon auf die Zeit aufpassen. Genau, gerade jetzt in Crusader Kings 3 gibt es das Startdatum. Ich glaube, das ist das 800er, oder? Ist das Startdatum, wo es dort komplett drunter und drüber geht. Da ist es natürlich nicht so einfach, das zu machen. Aber ich habe jetzt von dem Irland gesprochen, dass man dann relativ einfach besiedeln kann oder erobern kann. Und das müsste das in 1066 sein. Wie sieht es aus bei euch hier? 3 Monate noch, dann ist hier ein Ultimatum fällig. Vielleicht sind wir bis dahin sogar schon fertig. Wir bräuchten dafür noch ganz schnell die Hauptstadt. Das wird knapp. Das schaffen wir nicht. Du stehst dir einfach mal die Füße in den Bauch. Ich versuche dich mal hier zu besuchen. Wehrt sich auch nicht mehr, dass wir hier zu Besuch kommen. Überraschungsbesuch hier oben kommt aktuell noch nicht. Hier wäre noch ein Kriegsteilnehmer, ein anderer, der uns theoretisch gefährlich werden könnte. Und da sind wir auch schon bei 100 wunderbaren Prozent. So, damit ist die Küste unser. Und wir können hier jetzt wunderbar in Akrureswara Urlaub machen. Fantastisch. Das muss jetzt irgendjemand übernehmen, diese Urlaubsprovinz. Und die bekommt der Udalschalk groß. Der zwar noch nicht 16 ist, aber eine glorreiche Zukunft vor sich hat. Definitiv. So, wir gucken mal. Fraktion kann jederzeit ein Ultimatum stellen. Werden gleich mal dann niedergeknüppelt. Da sind sie auch schon. Einmal kurz Pause machen. 800, 800. Das ist erstmal alles ein bisschen verteilt. Das ist schade. So, einmal rüber marschieren. Vielleicht haben wir Glück und hier ist gleich mal der Anführer mit dabei. Sieht nicht so aus. Da ist gar kein Anführer drin. Das heißt, wir müssen jetzt mal kurz hier rüberlaufen. Ah, können wir denn nicht hier drüben noch schnell die restlichen Truppen ausheben?
Dann spare ich mir den Weg hier rüber zu laufen. Leider überhaupt kein Kriegsvolk, aber dafür machen wir das mit der Masse wieder weg. Die können ja eh nichts. Dann gucken wir mal, ob du hier was leisten kannst für uns. Oh, gar nicht mal schlecht hier. 4 Sterne-Stratege, 25 Punkte. Leider ansonsten aber keinerlei... Ja gut, wir werden dich rekrutieren. Bekehrt will er nicht werden, das ist schade. So, Eiferer. Er wird nur rekrutiert. So. Was? Bei uns wird nicht auf... Das Problem ist, bei uns gibt es kein Bier. Bei uns gibt es nur die Haschischkekse. Deswegen wird nicht auf Bierfässern meditiert. Wir werden auf unsere alten Tage, Leute, werden wir noch habgierig. Bekommen nochmal ein bisschen mehr Steuern und Verwaltung. Wahnsinn! Das gibt es ja gar nicht. Ich bin höchst begeistert von unserem König Ruprecht. Dass der jetzt hier schon 64 Jahre alt ist. Der stirbt einfach nicht. Mittlerweile ist der zweite Malus auch weg. Wir hätten durchaus auch noch auf die Gesundheit gehen können im Bildungslebenswandel. Nicht schlecht hier, nicht schlecht. Unser Sohn steht auf alle Fälle bereit. 15 Jahre, er hat Geburtstag am 11. August. Da gibt es eine dicke, fette Party, apropos. Wir könnten noch eine Jagd veranstalten. Wir haben aktuell 74 Anspannungspunkte. Wir sparen uns mal die Jagd auf und das Fest mal auch, damit wir eventuell, wenn wir nochmal über die Stufe kommen sollten, auf unsere alten Zeiten, dass wir dann nochmal ein bisschen Anspannung abbauen können. So, dann ein Waffenstillstand ist hier schon weg. Frage ist, welcher? Der hier. Liebe Dame hier oben, ich glaube, das war's mit dir. Da muss jetzt leider jemand anders rein hier. Meine Güte. 300 Prestigepunkte für Nalamala. Nalamala. Verbündete 2 hat immerhin noch 5000 Truppen. Ja, wir machen den Sack zu. Beziehungsweise das Loch hier oben zu. Kommen vom Osten. Am frühen Morgen, wenn die Sonne scheint, kommen wir hier rein. Und werden hier den Berg hinabreiten nach Nalamala und werden die Orks, Entschuldigung, nicht die Orks, werden die Nalamalas vernichten. Schokomobil, ach schöner Name. Dankeschön fürs Folgen, willkommen. Schokomobil, fantastisch. So, ah, da können wir gleich mal unseren Bauerntöppel hier einsetzen. Mit seinen 25 Punkten. Einmal bitte die Arme nach oben, liebe Leute. Wir haben endlich einen Anspruch auf das Herzogtum. Auf unsere alten Tage noch. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt sterben. Und dann der Anspruch weg ist. Aber wir machen das natürlich jetzt. Und zwar das Herzogtum hier unten irgendwo, ne, war das. Diesen Block können wir uns jetzt holen. Vorausgesetzt, wir sterben nicht. Das ist ganz wichtig bei der Sache. Dann gehen wir doch gleich noch hier hoch. Hier oben dieses Herzogtum gibt es nicht. Das hier gibt es. Und hier drin, das hier gehört einem Vasallen von uns. Ah, okay. Können wir den... Ah, wir können uns das nicht holen. Also wenn, dann müssten wir hier oben einen Anspruch auf das noch machen. Auf dieses Herzogtum hier oben. So. Gut. Wir haben ja momentan eh noch einen Waffenstillstand mit dir. Der dauert noch 14 Monate. Wir können eh noch nicht angreifen. Das ist okay. Weil wir ja jetzt den Krieg hier an der Backe haben. Der Krieg ist aber schnellstmöglich vorbei jetzt dann. Sobald wir hier fertig belagert haben. In 3 Monaten. Ich bin erstaunt, wie gut das heute gelaufen ist, Mensch. Ich hätte schon mit ein paar mehr Problemen gerechnet. Gerade mit den starken
Nachbarn, die wir hier hatten, anfangs. Aber das hat sich jetzt richtig günstig erwiesen. Oh, wir haben die Party unseres Sohnes verpasst. Der wird jetzt gerade erwachsen. Er wird ein Wohlstandsschaffer. Naja, 3 Sternchen. Ah. Ja, okay. Ist okay. Ich hätte jetzt schon erwartet, wenn er schon den Paranoid-Trait hat, dass er dann wenigstens 4 Sternchen bekommt, aber nein. Na gut. Also, er wird unser Nachfolger werden. Und mal gucken, wann das dann der Fall ist. Der Trost eines Freundes. Wir verlieren 8 Anspannungspunkte. Sehr schön. So. 20 Tage noch. Bitte was? Was ist angekommen? 800 Lego-Sandsäcke für mein Bundeswehr-Diorama angekommen. Zu erbauen. Kannst du da mal ein Bild auf dem Discord posten, wie das aussieht? Das hört sich nämlich interessant an. Vor allem, wie sehen denn Lego-Sandsäcke aus? Das sind doch auch nur braune Blöcke dann, oder? braune quadratische Blöcke. Das wäre mal schön. Wenn du Lust hast, dann hau das mal auf den Discord, Mensch. Apropos, wenn ihr Bock habt, Leute, Discord gibt es auch hier auf dem Kanal. Könnt ihr mal vorbeigucken. Momentan ist es erstaunlich ruhig auf dem Discord. Dankeschön, liebe Fruitbat. Aber vielleicht könnt ihr mal ein bisschen Leben wieder reinbringen. So, 100 Gold. Oh, sehr gern. Und dann warten wir jetzt mal ab, dass der Waffenstillstand vorbei ist. Und wenn der Waffenstillstand vorbei ist, dann rutschen wir sofort drüber hier zu dir. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Wir gucken mal, wie countdown-mäßig das jetzt aussieht. 10 Monate müssen wir noch aushalten. Eine Zunft von Steinmetzen hat sich niedergelassen. Motivierte Handwerker, in meinem persönlichen Dienst zu haben, könnte die Region erblühen lassen. Geld investieren für relativ... für Gebäudebauzeit und Kosten. Wir bauen momentan nicht wirklich viel, ab und zu mal. Oder zusammenwirkende Steinmetze. Auch das gleiche. Ich müsste mich eigentlich für was entscheiden. Ansonsten bekommen wir hier Bauernarbeit. Hier oben bekommt man auch noch Prestige mit dazu. ...20% sind fast 100%. Mal gucken, ob wir die 150 Prestigepunkte bekommen. Nach einer langwierigen Audienz weigert der Zunftmeister der Steinmetze sich noch weiter nachzugeben. 300 Gold müssen wir investieren, wir bekommen 75 Prestigepunkte und den Bonus. Ja, wir könnten jetzt auch noch hier in die Kontrolle gehen, aber egal, komm. 300 Gold ist okay. Dann habe ich nicht aufgepasst, wo das jetzt war, aber wir können ja trotzdem mal wieder ein bisschen upgraden hier. Vorzugsweise am liebsten dort, wo es die Kohle zum Holen gibt, damit wir immer schön im Plus bleiben. Was ist denn jetzt los auf einmal? Wieso klingelt es denn die ganze Zeit? Ach so, der Max wieder mal. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Wir warten mal kurz, bis der Max da ist. Dankeschön an den echten Hessen fürs Folgen und Willkommen. Und Dankeschön auch an den Daniel Düsentrieb fürs Folgen. Willkommen auch dir. Und willkommen an alle Raider vom Max. Ich glaube, der Max hat Anno 1800 gespielt. Ah, da ist er ja. Dankeschön für den Raid. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Der Max hat Anno 1800 gespielt und hat, glaube ich, ganz viele andere Anno-Titel noch gespielt, ne, die letzten Tage. Anno 1500, Anno 14, Anno 17. Alle Teile mal schön durchgespielt jetzt. Die Studenten, ne, die haben immer alle Zeit der Welt. Noah Röger, Dankeschön fürs Folgen und auch dir willkommen. So, was wir hier machen ist, wir haben mit einem Charakter begonnen, für die, die jetzt neu dazugekommen sind. Wir haben mit einem Charakter begonnen, der gar keine Eigenschaften, gar keine Attribute hatte.
Und wir haben hier unten begonnen und haben uns jetzt hier ein bisschen hochgearbeitet und versuchen jetzt hier die letzten Winkel dieser wunderschönen Region hier zu verbayerischen. Ein bisschen die bayerische Kultur einzuführen. Wir haben hier aktuell einen Waffenstillstand, noch 9 Monate mit dem Kollegen hier. Dann wird der hier noch angegriffen, weil wir uns ein Herzogtum holen wollen. Steht momentan ein bisschen auf der Kippe, weil wir schon etwas älter sind und auch an schlechter Gesundheit leiden. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das überhaupt noch erleben, diesen Anspruch, für den wir auch teuer bezahlen mussten. Sagte ich schon, wir bekommen nochmal Nachwuchs hier. Meine Tochter hat ein Kind zur Welt gebracht, den Gepard ist okay. Was? Wieso habe ich denn die Eigenschaft Ehebrecher jetzt erhalten? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Eure sündigen Taten haben ihren Preis? Meine Tochter? Wer war das jetzt gerade eben, der hier Nachwuchs bekommen hat? Warst du das? Gepard, das hier. Ist der Gepard mein Sohn? Eltern? Da ist auf alle Fälle nur ein Elternteil drin. Und unsere Tochter ist auch nicht verheiratet, Leute. Gerne doch, wir haben letzte Woche mit dem Durchspielen von Anno angefangen. Habe ich gesehen, ja, genau. Aber heute nach einer Weile abgebrochen. Verstehe ich aber auch, ne? Irgendwann muss man auch wieder mal was anderes spielen, definitiv. Die Kulturkarte will ich dir nicht zeigen, weil bayerisch nicht so weit verbreitet ist, Emperor. wir haben keinen Wert darauf gelegt, dass bayerisch noch weiter verbreitet wird. Aber ich bin gerade am Rätseln, wieso ich jetzt plötzlich Ehebrecher bin. Auf unsere alten Tage hier. Was ist da denn passiert hier? Wir haben Leute ermordet. Das sind unsere Geheimnisse. Wir können auch Leute erpressen. Ich verstehe das nicht. Aber vielleicht war es auch nur Zufall, dass gerade jetzt der Gepard hier rausgepoppt ist. Aber es ist schon sehr seltsam, ne? Weil unsere Tochter halt auch nicht verheiratet ist. Komm, ich zeig dir mal kurz unsere Kulturkarte. Es ist ein bisschen traurig hier. Traurig. Traurig hier. So richtig Erfolg hatten wir nicht mit der bayerischen Kultur. Wir haben hier unten mal angefangen, ganz am Anfang, dass wir uns die Mühe machen, nochmal eine Provinz zu verbayerischieren. Aber das war dann zu aufwendig. Deswegen hoffen wir einfach mal durch unsere Anwesenheit, unsere bayerische Anwesenheit, dass das Ganze dann irgendwann in naher Zukunft dann mal sich verselbstständigt. Hallo Ömi. Im Wahn passieren seltsame Dinge. Ja, ich wüsste halt gern, ob es der Fall ist, weil das jetzt einfach mal so Ehebrecher kommt, warum auch immer. Ist echt seltsam. Na gut, 8 Monate noch, liebe Leute. Wie sieht's aus bei dir? Du hast immer noch eine gute Meinung von uns. 40 Tage, dann vielleicht nochmal Anspruch auf ein Herzogtum. Wie im südlichen Deutschland halt so Kinder entstehen, Vater und Tochter. Das verbitte ich mir, diese Aussage. Das ist nicht korrekt. Die Bayern legen Wert auf Tradition, aber nicht auf Klüngelei. So, leider kein Anspruch auf ein Herzogtum. Unter Beziehungen. Wir haben die Gewa hier drin. Ich wüsste nicht, dass ich mit der Gewa irgendwann mal eine Beziehung begonnen hätte. Jetzt ist die denn... Moment, die ist 43 Jahre alt, ist schwanger. Wir lassen uns mal kurz scheiden jetzt hier. Beziehungsweise nicht scheiden. Wir trennen uns mal kurz hier von der Affäre. Damit die uns nicht noch ein Kind unterjubelt. So, die ganzen Sachen sind fertig gebaut. Passt. Aber ansonsten ist hier nichts drin. Ist der von uns eingesperrt? Der Kollege hier, unser Rivale?
Da würde sich ja eine Hinrichtung anbieten. 12 Schrecken, 100 Frömmigkeit, 150 Prestige und 32 Anspannung verlieren. Da würde ich jetzt die Frömmigkeit einfach mal, ja, würde ich sagen, ja. Er wird geköpft. So. Wir können auch Zahlungen verlangen, können wir leider nicht, weil wir dadurch wieder Anspannung gewinnen. Wir warten auf die, auf den Waffenstillstand. 4 Monate noch, komm. Das schaffen wir jetzt auch noch, die 4 Monate. 3 Monate noch. Wie sieht's aus bei dir mit Truppen? 4200, 2000 und 1300. Ja. Ist jetzt kein Problem jetzt für uns, aber ist halt immer nervig, wenn er die ganzen Truppen dann zusammenholt. Wir könnten... Na gut, wir haben ja jetzt ein bisschen Wir hatten noch 3 Monate jetzt, ne? 3 Monate hatten wir noch. Leute.